Die Nacht war kurz und es regnet. Doch das stört keinen der Männer, denn auf diesen Moment haben sie sehr lange gewartet. Wir sind in Südafrika, ein Land, das zu den beliebtesten Jagdzielen der Welt gehört. Hier begleiten wir eine Gruppe Franzosen auf einer achttägigen Safari. Der 57-jährige Alain übt ein letztes Mal vor seiner Löwenjagd. In Südafrika ist die Jagd auf Löwen völlig legal. Gleich zu Beginn der Fahrt durchqueren wir ein gut gesichertes Tor. Gejagt wird hier nicht in der Wildnis, sondern auf großen privaten Landgebieten. Sie sind eingezäunt, damit die Tiere nicht entkommen können. Alain wird von drei bewaffneten Jagdführern und einem Fährtenfinder begleitet. Schon bald entdecken die Jäger Löwenspuren. Eine halbe Stunde später sichten sie den Löwen. Er befindet sich etwa 80 Meter entfernt, im Busch am Rande des Fahrwegs. Die Jagd ist gefährlich, aber das Adrenalin und der Nervenkitzel treiben die Jäger an. Ein Schuss genügt. Der Löwe stirbt an der Kugel, die ihn mitten in die Brust getroffen hat. Die Jagd hat nicht einmal eine Stunde gedauert. Congrats. Very good. Und wie fühlt es sich an? Ich weiß nicht. Schwer zu erklären. Es ist ein sehr schönes Tier und ich werde das nur einmal machen. Das ist sicher. Mich freut es, dass er schön ist. Die Gefühle danach sind eine Mischung aus Bedauern und Freude. Es ist gut. Die Jagd war großartig. C'est bien. C'est une belle chasse. Beautiful. Very good. Es ist Zeit für das Foto. Die Jagdführer wischen dem toten Löwen das Blut ab und arrangieren ihn für das Bild mit seinem erfolgreichen Jäger. Alain hat 15.000 Euro für seinen Löwen gezahlt. Die Gruppe erlegt auch noch eine Hyäne für 3.000, eine Impala für 500, einen Leoparden für 12.000 Euro und zwei Büffel für je 8.000 Euro. Insgesamt kostet ihre Safari die stolze Summe von 70.000 Euro. Doch in anderen afrikanischen Ländern würden sie das Fünffache bezahlen. In Südafrika ist das Jagdgeschäft perfekt durchorganisiert. Alles zielt darauf ab, dass die Kunden mit ihrer Trophäe zufrieden nach Hause fahren. Das Geschäft mit der Jagd bringt Südafrika jährlich weit über 100 Millionen Euro ein. Ein sehr profitabler Wirtschaftszweig. Doch die Kritik am Jagdgeschäft wächst. Denn der Wert der Tiere misst sich nur noch an der Trophäe. Unsere Reise durch Südafrika beginnt im Norden, in Bela Bela. In unserer Vorstellung wird die Savanne von unzähligen wilden und freien Tieren durchstreift. Doch die Realität sieht anders aus. Hier wird alles von Menschen kontrolliert. Und die Tiere sind in erster Linie Handelsware.
Heute findet in Bela Bela eine Auktion statt. Hier kommen Zebras, Antilopen und Nashörner wie Möbelstücke unter den Hammer. Im Saal sitzen nur Weiße. Jeder hier hofft auf einen guten Deal. Die Käufer suchen Tiere für Naturreservate und Fotosafaris, aber auch für die Jagd. €16.000 bis €17.000 für einen Kudu, das ist eine astronomische Summe. Warum sind sie so teuer? Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Christoph Maes kennt die Preise. Der ehemalige Buchhalter hat Frankreich vor 6 Jahren verlassen, um in Südafrika Safari-Leiter zu werden. Er zeigt uns die 300 Tiere, die an diesem Tag versteigert werden. Hinter jeder Tür stehen wahre Schätze. Zuchttiere, die schönsten Vertreter ihrer jeweiligen Art. Christoph Maes schaut besonders genau auf Kopf und Hörner der Tiere, die künftigen Jagdtrophäen. Was macht ein Tier eigentlich so wertvoll? Sein Alter und die Qualität der Trophäe. Es sollte gesund sein, ohne Parasiten, mit glänzendem Fell und sehr großen Hörnern. Das ist das berühmte goldene Gnu. Das sind sehr teure Tiere. Es hat kleine Hörner, aber an den Ohren sieht man die Qualität der Trophäe. Dieses Männchen wird 20.000 bis 25.000 Euro kosten. Das ist eine astronomische Summe. Das stimmt. Diese Tiere wurden nicht in der Wildnis eingefangen. Sie alle gehören Farmern, die diese Tierarten züchten, aufziehen und verkaufen. Was passiert, wenn jemand dieses Tier kauft? Es kommt in ein Gehege mit den weiblichen Tieren, in der Hoffnung, dass es dort möglichst viele von ihnen befruchtet und Trophäentiere dabei herauskommen. Und zwar mit den gleichen Hörnern wie er. Danach werden die Nachkommen dieser Tiere gejagt. Die Tiere sind die Grundlage für Südafrikas Jagdbusiness. Es ist ein extrem ausgeklügeltes Geschäftsmodell. Und Investoren spekulieren über den Wert der Tiere, als wären es Aktien. Hier geht es eher um das Jagdgeschäft als um die Leidenschaft. Bringt dieses Geschäft viel Geld ein? Es ernährt eine Menge Leute. Das ist ein riesiges Business. Viele Farmer geben die Viehzucht auf und steigen auf die Zucht von Wildtieren um. Es ist ein wachsender Markt. Er ist besser als der Aktienmarkt. Aus diesem Grund züchten mittlerweile über 10.000 südafrikanische Farmer Tiere für die Jagd. Wir dürfen einen im Allgemeinen sehr kamerascheuen Züchter besuchen. Seine Farm ist eine der größten des Landes. Allein die Fahrt vom Tor bis zum Wohnhaus dauert 20 Minuten. Caroline und Jacques Malan haben einst eine Baumschule betrieben, bis sie vor über 20 Jahren dieses Land gekauft und mit der Zucht von Jagdwild begonnen haben. Wenn Sie in diese Richtung schauen, das meiste Land in der Nähe gehört uns. Bis zu der Straße, die hinter diesen hohen Bäumen etwa 3 Kilometer entfernt liegt, bis zu dem offenen Grasland dort. Da ist dann die Farm zu Ende. Es sind rund 7.000 Hektar und alles bestens für die Wildzucht geeignet. 7.000 Hektar. Um alles zu sehen, braucht man einen Hubschrauber. Tausende Tiere leben auf diesem Land. Sie können sich innerhalb der Zäune frei bewegen. So wie sie leben 70% aller Wildtiere in Südafrika auf Privatland.
Um das beste Endergebnis zu bekommen, wählt Jacques Malan seine Zuchttiere gezielt aus. Sein ganzer Stolz sind seine Büffel. Wenn man sie ruft, bleiben sie stehen, dann kann man sie anschauen. Für seine besten Büffel hat Jacques bei einer Auktion 2 Millionen Euro bekommen. In der freien Wildnis gibt es keine so großen Büffel mehr. Es gab einen großen Druck in den letzten Jahren. Es wurde so viel gejagt, dass alle großen Büffel abgeschossen wurden. Unsere Aufgabe ist es, weibliche Tiere mit schönen Hörnern mit kräftigen männlichen Tieren zusammenzubringen, um so wieder die perfekten Trophäentiere hervorzubringen, damit wir nicht auf minderwertige Büffel zurückgreifen müssen. Um seine Kunden bei Laune zu halten, bietet Jacques Malan ihnen immer wieder etwas Neues. Vor allem Tiere in seltenen Farbvariationen, wie goldene Gnus, rein weiße Antilopen und sogar schwarze Giraffen. Diese besonderen Tiere bringen bis zu 1000-mal mehr ein als ihre gewöhnlichen Artgenossen. Eine normale Impala ist etwa 340 Euro wert. Und diese schwarzen mit dem Rückensattel sind zwischen 200 und 400.000 Euro wert. Warum ist der Unterschied so groß? Weil sie einzigartig und sehr selten sind und normalerweise sind sie nicht verfügbar. Wenn Sie all diese verschiedenen Arten vermischen und neue Farben kreieren, es erweckt den Anschein, dass Sie Gott spielen. Das denke ich nicht. Das, was wir machen, hat uns die Natur gelehrt. Auch in der freien Wildnis gibt es neben gewöhnlichen Farben solche speziellen Farbtöne. Die wurden nicht von Menschen geschaffen. Es ist eine natürliche Farbe, die wir nur gezielt vermehren. Warum interessieren sich Jäger für diese Art Tiere? Viele Jäger sind auch Sammler. Sie haben schon alles gejagt. Jetzt wollen sie etwas Neues und Aufregendes haben. Wie bei Blumen. Wenn es eine neue Sorte gibt, lieben die Frauen sie einfach, weil sie neu ist. Oder bei Kleidern. Keine Frau trägt gerne 3 Jahre lang dasselbe Kleid. Sie wollen etwas Neues. Bis zu 10.000 Jagdtouristen besuchen Südafrika pro Jahr. Hauptsächlich Amerikaner und Russen. Ihr Verlangen nach Trophäen lässt einen weiteren Geschäftszweig boomen: Tierpräparation. Es gibt hunderte von Fachleuten im Land und einer von ihnen lässt uns in seine Werkstatt schauen. Dieser Mann häutet gerade einen afrikanischen Elefanten. Das hier ist der Rüssel, hier das Gesicht und die Augen. Sehr kleine Augen. Was werden Sie mit dieser Elefantenhaut machen? Sie wird ein Kopfpräparat. Sie wird über eine Form gezogen und dann hängt der Mann sich das an die Wand. Den Elefantenkopf? Aber der ist ja riesig. Ja, der ist groß. Aber diese Leute haben riesige Häuser mit speziellen Trophäenzimmern. Ein russischer Kunde hat gerade ein neues Haus für seine Trophäen gekauft. Pro Jahr werden hier 6.000 Trophäen gefertigt. Die Präparateure ziehen die Tierhaut ab, waschen, gerben und trocknen sie. Sie nehmen die Hörner und Krallen ab und rekonstruieren das Tier mit einer Plastikform, die Basis für die spätere Trophäe. Bis ein Tierpräparat fertig ist, vergehen im Schnitt 8 Monate. Und die Arbeit ist teuer. Ein Löwe kostet 4.000, ein Elefant bis zu 70.000 Euro. Der Kunde sagt, was er sich wünscht, und wir versuchen, seinen Vorstellungen zu entsprechen. Auch wenn es nichts mehr mit der Natur zu tun hat? Das ist typisch für Amerikaner. Sie wollen dicke Muskeln, tierische Bodybuilder, wie etwa ein Kudo mit einem dicken Hals. Weil es dann stärker aussieht? Sie wirken stärker und eindrucksvoller. Es geht nur um die Größe. Je größer die Hörner, je größer und schwerer das Tier ist, es geht nur um die Größe.
Um die Stärke und den Mut der Jäger hervorzuheben, werden auch aus den Überresten der Tiere noch andere Gegenstände gefertigt. Lampen, Kronleuchter oder Hocker. Einer meiner Kunden hat einen präparierten Elefantenpenis bestellt. Er war auf Holz montiert und hing an der Wand, die Hoden und der Penis. Des Elefanten? Ja, es ist verrückt. Wer sind diese Menschen, die tote Tiere sammeln, wie andere Leute Briefmarken? Rund 90% der Jagdtouristen in Südafrika sind Amerikaner. Wir reisen nach Texas, der Staat mit den meisten Schusswaffen in den USA. Auf fast 28 Millionen Einwohner kommen 30 Millionen Waffen. Die Jagd ist hier eine ernste Sache. Wir besuchen Cole Reed. Das Trophäensammeln ist seine Leidenschaft und Familientradition. Willkommen, wie geht's? Gut. Es tut mir leid, dass es regnet. Hatten Sie eine gute Reise? Ja. Das ist unsere große Lodge und das Trophäenzimmer. Das ist sehr beeindruckend. Ziemlich eindrucksvoll. Wie viele Trophäen haben Sie hier? Insgesamt etwa 200. Cole Reeds Familie hat ein Vermögen mit Immobilien gemacht. Davon finanzieren sie ihre Jagdreisen in alle Welt. Sie jagen alles, ob Wölfe oder Zebras, Paviane oder Bären. Das dort oben ist vermutlich das Eindrucksvollste in diesem Zimmer. Die großen fünf von Afrika. Der Löwe, der Leopard, der Büffel, das Nashorn und der Elefant. Dieser Löwe hat eine besondere Bedeutung für ihn. Als dieser Löwe in Tansania mit Pfeil und Bogen erlegt wurde, galt er als der größte Löwe, der jemals getötet wurde. Ein Weltrekord. Was bringen Ihnen all diese Trophäen? Manche Leute finden das vielleicht etwas morbid. Ich glaube, das ist seit der Zeit der Höhlenmenschen so. Also schauen Sie, ich habe ein größeres Mammut getötet als du. Es gibt immer diesen freundschaftlichen Wettbewerb und es ist eine Erinnerung an die Jagd und unsere Abenteuer dabei. Viele Amerikaner buchen ihre Safaris hier in Dallas, auf einer der größten Jagdmessen der Welt. Sie lockt über 40.000 Besucher aus dem ganzen Land an. Vielen Dank, dass Sie den Tag mit uns verbringen. Ich weiß, Sie hätten auch Golf spielen oder Geschirr spülen können. Vielen Dank, guten Morgen. Es ist ein gigantischer Supermarkt für Jäger. Hier gibt es Tarnkleidung, Hochsitze, Trophäen und komplette Safaris, die bis zu 300.000 Euro kosten können. Gejagt wird dabei praktisch alles auf der ganzen Welt. Selbst Tiere, die in den USA unter Artenschutz stehen, wie Eisbären. Die schießt man dann eben in Kanada. Doch die Verkaufsschlager auf dieser Messe sind südafrikanische Löwen, frisch aus dem Katalog. Wer Löwen schießen will, bekommt hier auch das Gewehr dafür. Es gibt Gewehre in allen Formen, Farben und Größen. So kann man stilvoll schießen und früh damit anfangen. Das ist er. Welches Tier willst du in Afrika jagen? Einen Löwen. Und warum willst du einen Löwen jagen? Weil ich schon immer all die Tiere in Afrika schießen wollte. Hier ist man unter sich und spricht völlig ungehemmt über die Jagd, trotz der vielen Skandale der letzten Jahre. Es beginnt mit dem spanischen König Juan Carlos. Im April 2012 soll er 60.000 Euro gezahlt haben, um in Botswana einen Elefanten zu jagen, mitten in der spanischen Wirtschaftskrise.
Seine Popularität sinkt und am Ende gehört auch das Jagen zu den Gründen, dass er als König abdankt. Der Jagdführer von Juan Carlos, Jeff Rann, befindet sich auch auf dieser Messe. Zum ersten Mal willigt er ein, vor der Kamera über die Jagd zu sprechen. Ich diskutiere nicht gerne darüber. Wir hatten eine gute Beziehung, ein Kunde und ein Jäger. Ich kann die politische Seite nicht ganz verstehen. Was er gemacht hat, war völlig legal. Es war eine großartige Jagd. Und das Geld, das durch diese Safari eingenommen wurde, hilft, die Wildbestände in Botswana zu sichern. Aber er musste sich dafür entschuldigen. Das ist Politik. Und ich möchte nicht in die politische oder emotionale Seite des Jagens involviert werden. 2013 lösen zwei junge Amerikanerinnen im Internet einen neuen Skandal aus, als sie ihre Jagdfotos veröffentlichen. Sie posieren lächelnd mit ihren Trophäen und bekommen dafür Beschimpfungen und sogar Todesdrohungen. Ihre Löwen erlegen sie in Südafrika bei einer sogenannten Gatterjagd. Eine sehr umstrittene Art des Jagens, bei der halbzahme Tiere in einem umzäunten Gebiet kurz freigelassen und dann von den Jägern abgeschossen werden. Wir reisen zurück nach Südafrika, um mehr darüber zu erfahren. Hier sitzt der König der Tiere sein ganzes Leben hinter Gittern. Um die Jagdtouristen zufriedenzustellen, werden Löwen wie Käfighühner gezüchtet, oft unter miserablen und nicht immer legalen Bedingungen. Um das zu zeigen und um überhaupt Zutritt zu einer der rund 200 südafrikanischen Löwenfarmen zu bekommen, geben wir uns als Jäger aus und drehen mit versteckter Kamera. Am Eingang sitzen zwei kleine, zahme Löwenbabys in einem 15 Quadratmeter kleinen Käfig. Sie sind Streicheltiere für Touristen. Wie alt sind sie? Der hier ist einen Monat alt, der andere 4 Monate. Sie sind süß. Der Besitzer bietet uns eine Tour auf seiner Farm an. Seine Jungtiere wirken neugierig und verspielt, überhaupt nicht gefährlich und wild. Nach dem Gesetz muss jedes der Tiere einen Hektar Platz zum Leben haben. Davon ist man hier weit entfernt. Die Gehege sind klein und überfüllt. Sie wurden alle hier gezüchtet. Mit 2,5 Jahren verkaufen wir sie an andere Wildfarmen. Dort werden sie dann gejagt. Eigentlich hat der Züchter nicht das Recht, hier Löwenjagden anzubieten. Möchten Sie einen Löwen jagen? Ja. Wenn Sie sich einen aussuchen, bringen wir ihn zu einer anderen Farm, wo er ungefähr eine Woche vor der Jagd rausgelassen wird. Dann kann es losgehen, zu Fuß. Können wir hier nicht jagen? Legal nicht. Ich sage ihm, dass mein Mann Südafrikaner ist. Daraufhin fühlt er sich nicht mehr an Gesetze gebunden. Ihr Mann ist Südafrikaner? Ja. Ja, dann ist es kein Problem. Dann kann er also hier jagen. Eines seiner Gehege fällt mir besonders auf. Inmitten der Löwen läuft ein Tiger herum. Tiger sind weltweit streng geschützt und dürfen nirgends gejagt werden. Doch das hindert diesen Züchter nicht. Die Gesetze werden auf dieser Farm nicht eingehalten. Das zeigt auch seine Art zu verhandeln. Wenn es total legal ablaufen soll, kostet sie der Löwe rund 50% mehr. Also sollten wir es nicht legal tun. Wenn möglich nicht. Und was ist mit dem Tiger?
Das ist sehr, sehr illegal. Aber wenn Sie ihn haben wollen, findet sich immer ein Weg. Aber wir machen das nicht so gerne. Diese Farm ist kein Einzelfall. Südafrikanische Tierschützer haben rund 20 Züchter unter die Lupe genommen. Ihre Aufnahmen zeigen, die Tiere sitzen in beengten Käfigen ohne Schatten. Die Löwen sind schmutzig, apathisch und manche als Folge von Inzucht verkrüppelt. Ich will den Sprecher des Löwenzüchterverbands, Peter Bodgieter, damit konfrontieren. Er vertritt einen Wirtschaftszweig, der zunehmend in der Kritik steht. Ich zeige ihm ein Video, das mir Tierschutzaktivisten anvertraut haben. Sind so viele Tiere in dem kleinen Gehege akzeptabel? Aus meiner Sicht nicht. Sie sehen wie Mutanten aus, wie Tiere mit vielen Problemen aufgrund von Inzucht. Kennen Sie das Problem mit der Inzucht? Ja, es ist ein echtes Problem. An manchen Orten in Südafrika werden Löwen unter schlechten Bedingungen gehalten. Es gibt viele Leute, die nicht Mitglied meines Verbands sind und nicht meinen ethischen Richtlinien folgen. Die machen einfach, was sie wollen. Und was ist mit Ihren Verbandsmitgliedern? Sind Sie sicher, dass die alles richtig machen? Ich denke schon. Wir zeigen ihm die Aufnahmen, die wir mit unserer versteckten Kamera gedreht haben. Auf der Farm, wo Löwen zusammengepfercht leben und uns eine illegale Jagd angeboten wurde. Dieser Züchter ist Mitglied seines Verbands. Er ist Verbandsmitglied und hatte schon viel schlechte Presse. Ist es normal, dass er immer noch im Geschäft ist? Ich kann nicht wissen, dass er illegale Dinge tut, bis mir jemand davon erzählt. Das Geschäft mit den Löwen ist nicht korrupt, aber es gibt viele Verbrecher in diesem Business. Und es ist meine Aufgabe und meine Mission, diesen Geschäftszweig zu säubern. Es gibt also wirklich ein Problem. Aber Peter Bodgieter ist überzeugt, es lösen zu können. Nur vielleicht nicht sofort, denn sein Verband hat nur einen bezahlten Mitarbeiter. Und das ist er selbst. Wie viele Zuchtfarmen haben Sie besucht? Nicht mehr als 5. Von 200? Wie können Sie mir dann erzählen, wie es in diesem Business aussieht, wenn Sie nur 5 dieser Löwenfarmen gesehen haben? Ich sehe das nicht als meine Aufgabe. Wissen Sie, wie viel ich reisen müsste? Ja, ich habe es gemacht. Und ich habe viel mehr zu tun, als Löwenfarmen zu besuchen und zu kontrollieren. Und wenn ich käme, würden Sie vorher alles aufräumen. Wie können Sie diese Leute verteidigen und versuchen, das Gesetz zu beeinflussen, wenn Sie das alles wissen? Olivia, Sie überschreiten gerade Ihre Aufgabe als Journalistin. Sie wollen mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Sie reden genau wie diese NGO-Grünschnäbel und das gefällt mir nicht. Wir trennen uns ein wenig verärgert. Doch nicht nur die Zucht von Löwen ist in Südafrika ein sensibles Thema. Die Art ihrer Tötung ist erst recht ein Tabu. Die sogenannten Gatterjagden, bei denen quasi zahme Löwen im Gehege abgeschossen werden, haben nichts mehr mit dem wahren Geist der Jagd zu tun. Das kann man sogar in Internetvideos sehen. Es gibt auch Expressjagden, bei denen die Tiere einfach aus Geländewagen geworfen und dann erschossen werden. Und es geht noch schlimmer. Manche Anbieter ködern Löwen mit Futter oder pumpen die Tiere mit Beruhigungsmitteln voll. Diese Praktiken halten selbst einige der Jäger, die damit Geschäfte machen, für falsch.
wie dieser Mann, der seit 15 Jahren Löwenjagden organisiert. Er hat sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen, wenn er dabei unerkannt bleibt. In welchem Zustand lässt man die Löwen laufen? Das kommt auf den Züchter an. Die Löwen werden betäubt und in den Busch gebracht. Das sollte eigentlich 30 bis 60 Tage vor der Jagd passieren, je nach Region. Aber manchmal ist es nur einen Tag vorher. Es kommt vor, dass sich der Kunde am Abend davor entscheidet, dass er einen Löwen jagen will, und am nächsten Morgen passiert es dann. Kommt das sehr oft vor, dass die Tiere bei der Jagd noch ruhig gestellt sind? Sicher. Ich bin mir sicher, dass das viele so machen. Schieß den Löwen ab und fertig. Meistens erzählen sie dem Kunden, dass der Löwe gerade unter dem Baum Mittagsschlaf hält. Erzählen Sie Ihren Kunden die Wahrheit oder erfinden Sie eine nette Geschichte? Der Kunde soll die Jagd in guter Erinnerung behalten. Er soll Spaß haben und Erfolg. Eine gute Jagd eben. Passiert es manchmal, dass Sie sich bei der Jagd nicht wohlfühlen? Das passiert. Aber dafür wird man gebucht und der Kunde ist glücklich. Und das ist das Wichtigste. Ja, in dieser Branche schon. Die dunkle Seite der Löwenjagd wollen viele Menschen nicht sehen und tragen, teils ohne es zu wissen, zu dieser Geschäftemacherei auch noch bei. Willkommen im Lion Park. Ein Themenpark, der zu den beliebtesten Touristenzielen der Welt gehört. Rund 300.000 Besucher kommen jährlich in diesen riesigen Zoo, der sich auf Katzen aller Art spezialisiert hat. Hier werden Touristenträume wahr. Für 20 Euro kann man Löwenbabys streicheln und die Großkatzen aus der Nähe sehen. Und natürlich kann man in den Restaurants und Souvenirläden noch etwas mehr Geld ausgeben. Der Park wirbt damit, sich für den Schutz der Großkatzen einzusetzen. In den Broschüren für Journalisten erklärt er: Der Lion Park versichert, dass unsere Löwen nie bei Gatterjagden oder in nicht artgerechter Haltung enden. Einige Leute zweifeln jedoch an dieser Behauptung. An diesem Morgen demonstrieren einige Tierschutzaktivisten vor dem Lion Park. Sie beschuldigen die Betreiber, Löwen, die wegen ihres Alters nicht mehr gestreichelt werden dürfen, an Jagdveranstalter zu verkaufen. Gegenüber findet eine Gegendemonstration statt, organisiert vom Lion Park. Die Angestellten bestreiten die Anschuldigungen. Auch die Geschäftsführung möchte uns das Gegenteil beweisen. Der Pressesprecher fährt mit uns zu einer 25 Kilometer entfernten Farm. Hierher kommen die Löwenjungen, die nicht mehr als Kuscheltiere taugen. Also, diese Tiere sind zu alt für den Streichelzoo? Das stimmt. Sie sind über 6 Monate alt. Dann erlauben wir das Streicheln nicht mehr. Sie werden niemals wilde Löwen sein. Aber wir wollen ihnen eine Umgebung bieten, in der sie mit ihrer Familie glücklich leben können. Leider arbeiten andere Parks mit der Jagdindustrie zusammen. Wir können also nur für den Lion Park sprechen. Wir unterstützen das nicht. Ein sicheres Paradies ohne Jäger, in dem bis zu 200 Löwen Platz finden. Aber Löwen können in Gefangenschaft bis zu 20 Jahre alt werden. Was passiert, wenn hier alles voll ist? Wohin kommen die Löwen dann? Der Pressesprecher hat auch darauf eine Antwort. Sie kommen in Zoos. Das will er uns anhand der Transferpapiere beweisen, die im Archiv des Parks liegen.
Wie viele Löwen geben Sie durchschnittlich pro Jahr an Zoos ab? Zwischen 20 und 30. Sind das meist südafrikanische Zoos? Nein, auf der ganzen Welt. Wie viele Tiere haben Sie letztes Jahr an Zoos abgegeben? Ich muss nachfragen. Eine Sekunde bitte. Wie viele Löwen haben wir letztes Jahr an Zoos geschickt? Einen. Und das Jahr davor, können Sie sich erinnern? Nein. Es gibt von den Zoos kaum Nachfrage nach Löwen. Aber wir sind offen. Wenn irgendein Zoo auf der Welt Löwen braucht und nachweisen kann, dass er sich gut um sie kümmern kann, würden wir ihm die Tiere höchstwahrscheinlich spenden. Die Zoogeschichte kann also nicht ganz stimmen. Aber der Park hat auch eine zweite Option. Er verkauft die Löwen an Züchter, die, so wird beteuert, nichts mit dem Jagdgeschäft zu tun haben. Eine Gruppe Löwen ging an einen Joan Halley und eine an Nasir Kashi. Beide haben eidesstattlich versichert, dass sie die Jagdindustrie nicht unterstützen. Dieser Kaufvertrag belegt. 2013 hat der Züchter Nasir Kashi 15 Löwen gekauft. Wir beschließen, ihn anzurufen. Wir wollen herausfinden, ob er wirklich nichts mit der Löwenjagd zu tun hat. Könnte ich bitte mit Nasir Kashi sprechen? Aber parat. Hallo, ich würde gerne irgendwo Löwen jagen. Ja, wir bieten Jagden an. Welche Löwen kann man denn bei Ihnen jagen? Das kommt darauf an, was wir verfügbar haben. Können Sie mir die Preise zusenden? Ja, schicken Sie mir ein Mail. Dann bekommen Sie alles. Perfekt, vielen Dank. Dumm gelaufen für den Lion Park. Gleich der erste Käufer, den wir anrufen, ist Jagdveranstalter. Ist er die Ausnahme? Wir treffen einen Angestellten des Parks. Er erzählt uns, dass es im Lion Park üblich sei, Tiere an Jagdveranstalter zu verkaufen. Und er sei auch schon mehrmals Zeuge solcher Verkäufe gewesen. Aus Angst vor Racheakten möchte er anonym bleiben. Warum muss der Park die Löwen verkaufen? Dieser Park ist wie jeder andere Streichelzoo im Land. Natürlich können Löwen nur für kurze Zeit gestreichelt werden, etwa 4 bis 5 Monate lang. Danach werden sie zu groß, um mit ihnen zu spielen. Also braucht man neue Löwenbabys. Nach 4 oder 5 Jahren hat man 200 Löwen und die meisten davon kann man nicht brauchen. Was soll man mit ihnen tun? Man muss sie füttern und Gehege zu bauen ist sehr teuer. Auch die Tierpfleger und Tierärzte kosten viel Geld. Die Mehrzahl der Löwen wird verkauft und die einzigen Leute, die sie kaufen wollen, sind Jäger. Ein lebender Löwe ist wertlos. Wie läuft die Übergabe der Löwen vom Lion Park an die Jagdveranstalter ab? Manchmal holen die Jäger die Tiere selbst ab. Direkt im Park? Direkt im Park. Oder ein Händler kauft zum Beispiel 10 Löwen, von denen die Hälfte legal weiterverkauft wird und die andere Hälfte an Jagdveranstalter geht. Wenn diese Aussage stimmt, könnte das süße Löwenbaby, mit dem dieser Junge im Lion Park schmust, dasselbe Tier sein, das man später auf diesem Foto sieht. Vom Streichelzoo auf die Abschussliste. Das Leben der Löwen in Südafrika hat wenig Wert. Die Regierung weiß von den Machenschaften, aber sie hat andere Prioritäten. Das Land kämpft immer noch mit den Folgen der Apartheid-Politik, mit Korruption und einer großen Zahl an Arbeitslosen. Und einem starken Wirtschaftszweig wie dem Jagdgeschäft gegenüber scheinen die Behörden einfach machtlos zu sein. Wir als Regierung billigen die Gatterjagd nicht. Es gibt Auswüchse dieser Form der Jagd, die wir verboten haben. Leider sind unsere Möglichkeiten zur Regulierung der Jagd begrenzt. Alles, was mit der Ethik der Jagd zu tun hat, können wir nicht per Gesetz regeln. Denn was für einen moralisch korrekt ist, kann für jemand anderen unmoralisch sein. Es gibt doch Gesetze. Vielleicht nicht genug davon, aber es gibt sie.
Doch was ich gesehen habe, ist, dass auf diesen Farmen jeder machen kann, was er will. Das ist leider wahr, wenn man die Mittel und Ressourcen der Regierung betrachtet, also finanzielle und personelle Ressourcen. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen, wäre, die Überwachung der Löwenjagd durch einen Regierungsbeamten zur Pflicht zu machen. Aber dafür haben wir nicht die Mittel. Solange wir Löwenjagd nicht komplett verbieten, wird es immer zu Gesetzesverstößen kommen. Dann müssten wir die gesamte Jagdwirtschaft unterbinden. So paradox es auch klingt, aber die Tatsache, dass es in Südafrika die Großwildjagd gibt, hat das Nashorn vor dem Aussterben bewahrt. Züchter schützen die Riesen vor der erbarmungslosen Jagd durch Wilderer, die nur das Horn der Tiere wollen. Aus dem Horn werden in Asien Aphrodisiaka hergestellt. Auf dem Schwarzmarkt wird das Horn eines Tieres teurer gehandelt als Gold oder Kokain. Wiaan van der Linde ist einer der bekanntesten Nashornzüchter Südafrikas. Er erlaubt jedes Jahr 4 Nashornjagden auf seinem Land. Dieses Privileg lassen sich reiche Russen oder Amerikaner 90.000 Euro kosten. Warum jagen Sie manche der Tiere? Wenn ich kein Einkommen habe, kann ich mir den Artenschutz nicht leisten und die Tiere nicht betreuen. Wir sind kommerzielle Züchter, kein Nationalpark mit Naturschutzauftrag. Wir haben für die Tiere und das Land bezahlt und wir bezahlen die Angestellten. Tiere zu opfern, um andere zu retten. Wiaan van der Linde sieht sich selbst als einen der letzten Nashornbeschützer. Die meisten kommen vom Krüger Nationalpark und von Parks in der KwaZulu-Natal-Region. Die Nationalparks verkaufen ihnen also Nashörner, obwohl sie wissen, dass sie manche davon abschießen werden? Ja, weil sie dort ein riesiges Problem haben. Sie verlieren über 1000 Nashörner im Jahr durch Wilderei. Den Schutz seiner Nashörner lässt sich Wiaan van der Linde einiges kosten. Mit den Einkünften aus der Jagd kann er sich eine Privatarmee leisten, die ihn jährlich rund 400.000 Euro kostet. Wir dürfen die Gesichter dieser Männer nicht zeigen, denn sie riskieren ihr Leben beim Kampf gegen Wilderer. Nashörner zu wildern ist ein schweres Verbrechen und diese Leute meinen es ernst. Sie bewachen also nicht nur die Nashörner, sondern auch unsere Angestellten. Mit den Schusswesten und Gewehren, es sieht aus, als wären sie im Krieg. Ja, es ist wirklich ein Krieg. All diese Leute sind bestens ausgebildet. Sie waren im Krieg im Nahen Osten und sie wissen, worum es geht. Sie nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Um die Nashörner zu schützen, haben van der Lindes Männer das Recht, Wilderer, die auf sein Land kommen, zu erschießen. Jede Nacht fahren sie Patrouillen, versuchen, das große Gebiet unter Kontrolle zu halten. Bisher hat sich die Investition in eine eigene Armee für van der Linde ausgezahlt. Er hat noch nie ein Nashorn an Wilderer verloren. Es ist ein Paradoxon, wildlebende Tiere in riesige Areale mit Umzäunungen zu sperren, um sie vor ihrem größten Feind, dem Menschen, zu schützen. Doch auf diese Weise hilft das Jagdgeschäft wenigstens dabei, einige Tierarten zu bewahren. Davon ist auch Artenschutzexperte Wouter van Hoven überzeugt. 1964 hat es nur eine halbe Million Tiere in Südafrika gegeben. Heute gibt es 22 Millionen. Das ist ein gigantischer Anstieg innerhalb von 50 Jahren. Heute gibt es mehr Wildtiere in Südafrika als in den 200 Jahren davor. Das ist eine einzigartige Situation. Und es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, das diesen Rekord toppt.
Ja, aber das bedeutet doch, dass wir auf dieser Welt nur noch Zäune sehen werden und dass die Natur, wie wir sie uns vorstellen, nirgends mehr existiert. Wenn man keine Gebiete einzäunt und zu Schutzgebieten erklärt, kann man die Natur vergessen. Man muss das tun. Ich würde Afrika so gerne so sehen. Sanfte Hügel, in denen Tierherden umherwandern, die keiner tötet, außer den Raubtieren. Das wäre auch mein Traum, aber wir müssen realistisch sein. Das ist nicht möglich. Vergessen Sie es. In den letzten 50 Jahren wurde Südafrika immer mehr zum Themenpark für Touristen und Jäger. Doch ein anderes Land läuft der südafrikanischen Jagd zunehmend den Rang ab, dank importierter afrikanischer Wildtiere. Der Jäger muss nicht mehr nach Afrika kommen, wenn Afrika zum Jäger kommt. 14.000 Kilometer von Pretoria entfernt in Texas leben die meisten afrikanischen Tiere außerhalb ihres Heimatkontinents. Hier ist Südafrikas stärkste Konkurrenz entstanden. Mit rund 5.000 Züchtern für Antilopen, Gnus und Zebras. Wir sind wieder beim Jäger und Trophäensammler Cole Reed. Vor 10 Jahren hat auch seine Familie mit der Zucht von exotischen Tieren begonnen. Auf ihrer Ranch kann man 30 afrikanische Tierarten jagen. Ein Kudu kostet knapp 13.000 Euro und ein Zebra 4.000. Das ist dreimal so viel wie in Südafrika. Woher kommen all diese Tiere? Es gibt keine Importe mehr in die USA. Das wäre zu schwierig. Aber vor 50 Jahren gab es das noch. Und aus dieser Zeit stammen die Vorfahren all dieser Tiere. Sie kamen ursprünglich aus Afrika und Asien. In Texas gibt es so viele Leute mit solchen Herden, dass wir keine Hilfe von außen mehr brauchen. Wir züchten sie hier. Wenn wir mal ein zusätzliches Tier brauchen, hat immer irgendwo eine Ranch eines, das wir kaufen können. Die Ranch ist an 300 Tagen im Jahr geöffnet und bietet Jagden genau wie in Afrika, aber ohne Beschränkungen. Dieses Konzept gefällt vielen texanischen Geschäftsleuten. Man braucht keinen Pass, um hierher zu kommen, und man muss keinen Langstreckenflug machen. Es ist nah und es ist sicher. Die Kunden müssen sich keine Sorgen um Stammeskriege, Krankheiten oder Schlangen machen. Ich denke, deshalb kommen die Leute zu uns, für dieses Erlebnis. Eine Oryx-Antilope? Wie kann diese Antilopenart in diesem Klima überleben? Im Moment ist es auch kalt. Es ist kalt, aber hier gibt es kaum Minustemperaturen. Nur ganz selten, aber dann finden sie einen Unterschlupf. Viele Menschen sagen, dass sich die Zukunft des Jagdbusiness in Texas abspielen wird. Wir sind darauf vorbereitet. Das waren wir schon vor 15 Jahren. Es geht nicht nur um das Jagen, sondern auch darum, das Überleben der verschiedenen Tierarten zu sichern. Falls sie in Afrika aussterben würden, hätten wir viele von ihnen hier. Die Zukunft der Jagd wird überall so ausschauen, wie wir es schon jetzt hier betreiben. Speziell gezüchtete Tiere auf eingezäunten Grundstücken zu jagen, das wird die Zukunft werden. Nach Texas und Südafrika führen auch Namibia und Simbabwe dieses Geschäftsmodell ein. Die Existenzberechtigung vieler Tierarten wird noch mehr von ihrem Marktwert abhängen. Wilde, freilebende Tiere und unberührte Natur werden dabei verloren gehen.